Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Wir haben in der letzten Folge, so wenn ich mich wieder gedreht bekomme hier, den kleinen Freund hier gemacht, den Zugkreisel. Haben wir für teuer Geld hier gebaut, wir haben geebnet, wir haben hier für fast, wie viel haben wir gezahlt? 600.000 haben wir Tunnel ausgehoben. War jetzt natürlich auch kein Schnäppchen, aber was macht man nicht alles, ne? Warte, wir tun jetzt mal in der Mitte diesen blöden Streifen raus. Der schaut kacke aus einfach. Der schaut einfach richtig kacke aus. Mag ich nicht sowas, wenn das sowas ausschaut. So, was wir heute machen, ist hier das Schienensystem abknöpfen, sobald der vorbei ist. Und das neu anschließende Ganze. So. Somit sind die neuen Schienen hier auch veröffentlicht. Das ist natürlich jetzt vom Vorteil. Und somit können wir hier auch zweigleisig fahren in Zukunft. Und wir sind moderner. Zwar nicht der Impfstoff moderner, aber wir sind moderner. So. Mehrfachmodus an. So. Der hat hoffentlich auch durch den Tunnel. No, der hat nicht durch den Tunnel durchgelegt, glaube ich. Ich glaube es zumindest nicht. Ah, da gehe ich so rein im Grunde. Bedeutet, ich muss hier. Zack. Zack. Wer dann. Ah, perfekt. Soweit wie er sein sollte bis jetzt. Gut. Was wir jetzt für ein Problem haben, ich will hier noch eigentlich einen Bahnhof reinsetzen, weil ich würde hier gerne das Eisen hinfahren. Wir haben aktuell auf dem Konto 20.000. Spiel lenkt gerade gleich. Nee, oder nee, ich bin einfach zu blöd. Ich brauche rein theoretisch eine Station dann. Güterpassagier, genau, macht ihr 100.000, was? Nee, kann nicht sein. Achso, das kostet hier wahrscheinlich einfach, weil ich abreißen muss. Du kannst hier nicht bauen, kostet mich 100.000 das Ganze. Ja. Also das Haus kostet mich 20. Das sind teure Häuser, du. Das sind teure Häuser. Aber wenn ich den Eisentyp hier noch versorgen könnte, mache ich damit dann wenig. Reine Kohle. Reine Kohle. Forschung, wuhu. Kann ich hier irgendwo was auch für Bergbau? Was ist das denn jetzt? Bergbau. Kupfermine, Steinbruch, Sandgrube, okay. Nee, Verbrennungsmotor macht neue Fahrzeuge. Okay, Kupferverhüttung, Holzverarbeitung. Da kann der gleich sich mal gleich ein Stück mitnehmen. Wir werden vielleicht ein bisschen die Produktion eindämmen müssen. Oder die Produktion wird ein bisschen runtergehen, weil er natürlich da mitverwendet da drüben. Das Holz, was er da hat. Hier steht zum Beispiel die Production. Aber es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Also besser als erwartet. Warum auch immer hier? Jetzt hat. Jetzt hoffe ich mal auch, dass das da als eigenes Stück gilt am Ende. Wäre auf jeden Fall cool. So. Das Holz wird halt jetzt ein bisschen runtergehen einfach von da. Aber hey, das ist es. Wir sind schon. Oh, so weit sind wir auch nicht. So weit wie erwartet sind wir jetzt auch nicht. Aber ich könnte mal gucken. Schauen, jetzt müssen wir doch was für die Verarbeitung haben, oder? Ja, Legierungsschmelze. Was macht denn der? Oh lol. Das geht dann mit den Förderbändern. Oh mein Gott. Jetzt check ich's erst. Fuck. So. Wie gesagt, den habe ich ja gerettet eigentlich. Der sollte jetzt. Oh, jetzt wollen wir sie nicht verhindern. 26 Tage verbleibend. Das kriege ich nicht so schnell hin. Ich brauche dafür einen Zug. Dafür bräuchte ich dann erst einen Zug. Das ist jetzt, problematisch. Problematisch.
Fahrzeug ist unter uns. Fahrzeug 4? Ach, das ist mein Erzfahrer. Oh Gott, genau, ja, den könnte ich wieder auch ändern. Du kriegst wieder die erste Kohleroute. Und wirst bitte wieder zu Kohle. Mein kleiner Kohlefahrer ist wieder unterwegs. So. Kommt wieder eine Runde Holz. Die wird so schnell weg sein, wie man ihn nur das Arm aufbeten könnte. Aber ja. Solange ich mich nicht weiter hier zubauen, kann ich vielleicht bald einen Bahnhof hier hinsetzen. Ein guter Bahnhof. Und dann kann ich reinsetzen, die Leute. Aber das dauert halt auch wieder. Mann, das ist halt nervig. Du hast jeden... Das dauert halt, bis ich da überhaupt was mache. 9 Tage noch verbleibend. Ich muss irgendwie an die... Warte mal. Nee, das reicht auch nicht aus. Ich muss ja trotzdem auch noch den Zug kaufen, rein theoretisch. Also könnte sein, dass der jetzt hier halt nochmal verschwindet. Dann habe ich auch nochmal ein bisschen Zeit. Meine Vögel drehen eh im Hintergrund durch. Die wollen nicht jetzt dann ihr Bad haben und die werden dann gebadet. Aber vielleicht kann ich ja das hier währenddessen schon weiterverarbeiten, dann zu... Keine Ahnung was. Das ist jetzt die nächste gute Frage, zu was ich verarbeiten könnte. Ich würde aber gerne mal ausprobieren, wie funktioniert denn das? Förderband. Förderbandgerät. Förderbandentnahme. Ach, Förderband umbringen. Förderband verlegen. Man muss auch irgendwie wahrscheinlich bei sowas dann anbauen, oder? Jetzt mal rein logisch. Muss doch jetzt sowas sagen wie hier. Ich gehe jetzt von hier nach da. Was bringt sie ja nichts? Da kommt ja kein... Also das Förderband kann ich ja einfach hinsetzen. Wie? How? Verbinder. Warte mal, hier. Haha, ich brauche den Verbinder. So schaut's aus. Weil ich lege hier den Verbinder hin. Kann ich den umdrehen? Oh nein, der muss da raus. Der war falsch. Ich habe den Verbinder. So, kann ich den auch umdrehen? Mehrfachbau, rotieren. Nee, also, du würdest hier jetzt rein theoretisch hinpassen. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich brauche jetzt den... Ah, warte mal, es gibt hier Fördermann. Es gibt ja Fördermann. Oh no, das kommt hier da raus. Oh mein Gott, geil. Okay. Ich brauche jetzt dieses Schmelzteil mal. Oh Gott, was braucht denn der alles? Sag nicht, der braucht auch noch Holz. Dann brauche ich ein richtiges Holzabtransportlager irgendwie. Kohle plus Eisen macht Barren. Aber was ist denn das hier eigentlich? Eisen, bedeutet Eisen. Ich würde rein theoretisch brauche jetzt hier eine Kohlelieferung. Oh, ich habe hier drüben Kohle. Bedeutet, ich kann rein theoretisch Kohle darüber legen. Das ist ja mega nice. Bedeutet, ich mache jetzt hier, das hört sich voll bescheuert an die Idee, aber ich finde die gerade genial. Ich mache hier erstens noch ein Pufferlager hin. Ein kleines muss das nur sein. Es muss nur irgendwie eine Reichweite sein. Da kommt jetzt Kohle rein. Jetzt sammelt sich dort an. Und dann tun wir Terraforming machen. Oh mein Gott, die Idee ist genial. So. Und ich kann ja sicher, denke ich mir. Hier auch ein Schnitt. No, kann ich nicht. Wollt ihr mich verarschen? Sollte an Lagerhalle angeschlossen werden. Okay, hier fehlt jetzt das Geld. Okay. Bedeutet... Ah, jetzt ging es. Schwer. Jetzt drehe ich das Ganze um. Okay, hier kommt jetzt meine Kohle raus. Und wenn ich jetzt hier einen Tunnel drunter lege, der nach da drüben zieht... das wird lecker. Also wie viel kostet jetzt sowas? Zum Beispiel, jetzt habe ich hier das
Ich will es mal nur gucken, wenn ich jetzt hier durch die Stadt durchziehe. Dann sage ich, ich hau hier dran, sind 77.000, die ich reinversetzen muss. So, wenn ich jetzt sage, ich will einen Tunnel bauen. Untergrund vor der Wand. Es muss minus 2 gehen in diesem Fall. Kostet mich das gerade 5.000, okay. Warte mal, wie viel tief müssen wir denn? Wir gehen da eins runter, dann gehen wir wieder eins hoch. Am besten gehen wir 3 runter. Ich brauche 4.500, nee, brauche mehr, 7.000 brauche ich. Ich brauche 7.000 insgesamt, so. Und es geht runter, die Zahlen. Oh Gott, warum gehen auf einmal die Zahlen so runter? Ich mache doch gar nichts. Gebäudebaut. Oh, verzweifelnd. Ah, die Idee ist geil. Wir legen hier ein Ding durch. Bis hier hinter. Hier kommt es dann wieder raus. Und dann geht das, wird es hier angeschlossen. Hier hinten kommt der Rest raus. Oder ich tue das nochmal umplatzieren irgendwie. Dass halt dementsprechend die Kohle da durchlaufen kann. Und dann geht in ein Lagerhaus direkt das Eisen dann rein. Dann kann ich das Eisenverkaufen anfangen. Das wäre ja schon mal mega geil anfangen. Hatte ich hier nicht sogar eine Eisenverkaufsstelle mal drin? Vor Ewigkeiten wahrscheinlich. Ja, man sieht schon, der ist jetzt auch nicht mehr so happy. Der ist schlecht vom Stand her, weil wir halt gerade erforschen, die Holzverarbeitung. Und dann muss der Kohle ist für die Insolvenz. Haben sie es vor die Insolvenz gesetzt. Aber hey, das wäre mega geil, wenn es funktioniert. Ja, yeah, ich weiß, was ich tun will. Ich brauche bloß dafür erstmal Kohle. Was steht hier noch? Dauert 30 Sekunden? Aber okay, ich brauche eine Kohle, 5 Eisen und es kommt 5 Kupferbahnen raus. Mein Handy redet schon mit mir. Aber hey, das ist normal. So, oh, wir haben fast keine Geld. Das ist einfach schlimm, wenn man kein Geld hat gerade. Vor allem steckt auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Warum? Ach so, weil wahrscheinlich wegen Holz in allem. Brechstedt, es gibt Holzträger, keine Holzträger mehr. Ja, okay, das ist aber auch mir tendenziell Latte. Nachfrage, gut, schlecht. Oh, die kosten 472 grundsätzlich. Das ist aber nicht wirklich viel besser wie Holz und ich muss Holzbretter auch verarbeiten. Das ist schon irgendwie traurig, wenn du es so anschaust, ne? Ist schon irgendwie traurig, so. Wie schaltet man das? Nachfrage, Ressourcen. Kostet 2 Millionen. 2,5 Millionen muss ich zahlen, damit ich mir... Ja, sie haben Holz, brauchen aber Holz. Kann ich mich noch... Nee, kann ich mich noch... Nee, schade. Von Holzbrettern nach Forschung verfügbar, um Schließung des Unternehmens zu verhindern. Ja, ja, ist ja gut. Die warten auch gefühlt immer, dass ich Jesus bin und das alles gut kann. Und dass das einfach funktioniert. Akzeptiert jetzt Eisenerz. Lol, jetzt haben sie wieder was. Neuer Versuch, Eisenerz zu verkaufen, wie scheint. Bloß das Geld steigt halt auch absolut null. Wie soll ich? Ich würde es gerne mir leisten, weil das Eisenerz bringt sie wahrscheinlich auch ordentlich gut. 279. Jetzt nicht das beste Angebot, aber es ist etwas. Es ist etwas. Es ist etwas. Da ist genug Eisen drin. Alter, 800 hatte ich schon Einwohner. Passagiere, Abdeckung ist auch nicht gut. Ja, okay, ich müsste hier wieder Bus. Ich muss jetzt hier ein Bussystem eigentlich einführen dann. Damit das gut funktioniert einfach. Die Nachfrage, ja, ist wieder dasselbe. Bevölkerung, benötigte Bevölkerung für Bedarfsgrenze 6 ist 2315. Autschi. Geld verdient 70.000. Bürgermeister Daniele Martinelli. Gebäude entfernt. Null. Neue Gebäude.
Da steht auch die Statistiken, wie das alles ist, wie es alles hoch und runter geht grundsätzlich. Ist ja auch eigentlich sehr interessant. Was ist das? Also, jedes Mal frage ich mich, was ist das? Wohin gehört? Alter, ich zahle für den Scheiß 27.000 und es kann nichts. Why? Why? So. Soll ich jetzt weiter bei den Förderbändern machen oder erst nochmal schauen, dass ich noch eine Futterversorgungslinie kriege? Glückwunsch, Verarbeitung, Holzverarbeitung ist freigeschaltet worden. Schauen wir mal, Holzverarbeitung darf ich jetzt machen, okay. Das ist eine Kreissäge, ein Holzträger. Also der Holzträger ist aus. Ach, kann dann noch auch Holz direkt hergestellt werden. Danach kann ich dann Möbel herstellen in einer Schreinerei, genauso wie Holzrahmen. Und danach kann ich eine fortschrittliche Möbel bauen. Genauso wie fortschrittliche Holzrahmen. Entschuldigung. Das ist heute wieder. Was ist das denn? Ein Depot 2. Eine Gütermaterialien. Gleise 2. Signale 2 und hier sind Waggons 2. Ohohohoho. Jetzt Gleise 2. Gleise 3, Waggons 2. Gleise 3. Signale. Forschung und Entwicklung. Das ist eher am Anfang eher Verbrennungsmotor schon. Dieselmotor. Oho, 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 oho. Schwere Dieselmotoren, okay. Dieselmotor 2. Alter. Dieselmotor 3. Oho, dann geht's Elektromotor. Schwere Elektromotoren, okay. Und dann Elektromotor 2. Schwere Elektromotor. Alter. Okay, was brauche ich nochmal für Verbrennungsmotor? Eisenerz 450. Oh, okay. Aber rein theoretisch haben wir das sogar schon. Also können wir das sogar weitermachen. Warum brauche ich noch für mein Labor? Ich will hier, dass wir die Verbrennungsmotoren 2 erforschen. So. Weil wir haben. Ah ne, den Lieferanten muss ich dann wieder bauen. Hups. Aber wir haben genug Geld, um den neuen Bahnhof hier zu errichten. Glaube ich halt. Schauen wir mal, wie viel Geld am Ende übrig bleibt, wenn ich hier abgerissen habe überall. Schienen, Stationen, Güter. So. Jetzt haben wir hier noch einen Güterbahnhof, der auch versorgt werden muss. Das macht es jetzt natürlich noch umso besser. Leute, wir werden einfach hier. Nee. Ich werde jetzt einfach hier raus. Das integrieren. Das hier integrieren. Warum ist auch denn immer so komisch teilweise? Das ist natürlich weird. Wir nehmen hier die Schiene raus. Aber wichtig ist natürlich, dass man hier trotzdem queren kann. Man muss ja hier dann trotzdem auch Schienenentscheidungen treffen können. Oder ich werde den gleich nochmal hier anpassen. Dann werde ich einmal glatt machen. So. Aber ich will das doch. So. Nee. Oh. Das will ich doch nicht so. Warum? So, schaut jetzt scheiße aus, ist mir wurscht. Es erfüllt seinen Zweck.
Es erfüllt seinen Wechsel und du kannst auf beide Bahnhöfe zugreifen. Das ist schon mal vorteilhaft. So. Was jetzt meine Sache ist, ich will natürlich das dann direkt, obwohl ich fahre jetzt dann nicht mit dem Zug da und hin und her. Das wird auf jeden Fall mal fix sein. Ich werde hier eine Schiene außenrum irgendwo legen müssen. Um da hinten hinzukommen. Das wird nochmal spannend. Ach, hier würde Eisen jetzt angenommen werden. Wäre doch vielleicht gar nicht so doof, wenn wir erst anfangen, die Produktion hier anzuheizen. Dann gehen wir doch nochmal hier hin. Aber Leute, ich sehe gerade was. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.